Kartenspiel. Mal wieder ein Kartenspiel. Yay! Ernsthaft, du schreist mitten volle Kanne ins Mikro rein? Oh, ja, dann komm, setz dich halt so hin. Meine Güte. Oh, Kacke. Oh, Scheiße. Dann opfer doch alle. Nee, guck mal, wie viel Leben der hat. Ach so. Der ist stark, der Gegner. I slap you. Nein. Der hat keinen Angriff? Ja, guck mal, der macht Mana mir. Also ihm. Scheiße. Das ist nicht schön. Die muss ich tot machen. So schnell es nur irgendwie geht. Weil die machen dem Mana. Die machen dem sau viel Mana. Da, siehst du? Kann er sich so einen starken da mal eben... Boah, guck mal, wie viel Mana der schon hat. Ach du Mist. Wenn du die beiden oberen opferst, kannst du den Wikinger holen. Nein, kann ich nicht. Wieso? Weil der mir nur eins gibt, nicht zwei. Der kostet zwei, aber er gibt mir nicht zwei. Ach so. Aha. Ist ja doof. Okay, er ist erst der erste weg, aber gut, immerhin etwas. Scheiße. Ja, der Gegner ist stark. Der hat Zeon als Karte. Ich sag doch, der Gegner ist stark. Was bedeutet das Schwert? Das Schwert weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, der haut zuerst zu. Das heißt, ich brauche einen mit mindestens 4 Leben, weil der sonst den wegtötet. So. Ja, der killt mich. Der macht mich platt. Oh, so ein Och, come on! Dein verfluchter Ernst. Habe ich keine Chance. Nixe Chanski. Ich bin tot. Totter als tot. Oh, ja. Komm, mach mich Alter Verwalter. Oh, der hat Ripka. Ja, da brauche ich erst ordentlich. Und die heilt, wie krass. Gewonnen! Ja. So. Wir wollen sowieso nicht lange hier hocken. Es ist mit dir. Die Aktivitäten der Piraten haben in letzter Zeit nachgelassen. Das sind die einzigen guten Neuigkeiten, die es seit der Katastrophe gab. Nee. Oh, die Katastrophe ist schon rum. Wir sind quasi nach der... Oh, scheiße, sind wir... Sind wir nach der Katastrophe jetzt erst hier? Heißt das, die ganze Mitte ist zerstört? Oh nein. Siehst du das? Ja. Oh. Kacke. Okay, können wir jetzt hier oben anlegen? Ach, das ist doch nicht dein Ernst jetzt. Die Insel ist weg. Lost. So, was ist jetzt hier mit den Piraten? Um unseren Unterschiff anzugreifen, müsst ihr ganz schön Mumm haben. Aber ich bedauere, wir nehmen nur Herausforderungen anderer Piraten an. Ja, toll. Du bist mir auch ein Held. So, wir müssen Dalkin finden. Ich schaue mich also jetzt nur nach Dalkin um. Dalkin. Du guckst jetzt nicht ernsthaft in den Häusern. Dalkin. Put. Dalkin. Hör doch mal auf, so einen Blödsinn zu machen, Jens. Was denn? Was ist Let's Play kaputt? Hallo, willst du mich veräppeln? Der wird doch nicht in einem Haus sitzen. Warum nicht? Wenn er sich aus dem Militär zurückgezogen hat, warum sollte er nicht in seinem Haus sitzen? Denn wie wohnt er bestimmt in Genua. Wie ein grießgrämiger alter Sack, der über die guten alten Zeiten redet, als alles noch schön bunt und kaputt war. Wisst? Das ist das Ende der Welt!
Habt ihr die Explosion gesehen? Was für eine Katastrophe! Autsch, mein Ohr. Alter, die hüpfen alle. Ja, die sind alle ganz schön panisch. So, dann suchen wir mal Daikin. Ich gehe mal systematisch die Wege ab. Alter, sind die denn hier wild am Rumhüpfen? Wie blöde. Ich kann tatsächlich nicht in die Häuser rein. Oh, die Kanalisation ist zu. Willst du jetzt nur noch schweigen? Ich? Nein. Ich gucke aber dir guck mal, zu. Wir können nicht mehr in die Häuser. Warum können wir nicht in die Häuser? Weil die alle panisch sind. Das ist der Shop, oder? Was ist das denn? Ja, das ist der Shop. Es herrscht zwar Frieden, aber hättet ihr gern etwas hübsche neue Ausrüstung. Bla bla bla. Da siehst minus du. Zwei. Minus zwei. Ja, ja. Tü. Okay, wo ist Daikin? Daikin? Dicker Daikin? Jetzt kannst du gegen den... Kämpf gegen den Piraten. Habe ich denn... Da habe ich eine Karte. Karte. Keine Karte. Keine Karte. Wozu soll ich dann gegen den Piraten gehen? Ja, der sah so aus. Die Frau! Die Frau hat 30 Leben, das ist auch eine von den Nein, Staaten. Die hat 20. Oh. Ups. Weißt du, Glück gehabt. Was machst du denn für komische Geräusche? Ich mach dich nach. Du machst gar nichts. Attacke! Ich glaube, der sucht Ärger. So, dann killen wir den, dann können wir den Bären dahin schicken und dann killen wir noch die Ratte. So. Und weil manchmal ja auch gesagt wurde, dass ich, dass ich ja öfter gewinnen würde, wenn ich die Karten immer auf freie Felder lege. Jein. Weil das Problem ist, wenn ich halt den nichts wieder in den Weg setze, wie jetzt zum Beispiel da diesem fliegenden Monster, dann kann der mich halt genauso, weil dann sind ja auch seine Felder, wo er angreift, frei. Und deshalb ist es taktisch immer klüger, quasi ihn zu besetzen, damit er mich nicht frei angreifen kann. Nur so ein bisschen als Taktik-Nachricht so zwischendurch. So. Ich würde die Maus und das Glippern opfern und die Nymphe setzen. Es macht eigentlich keinen Unterschied, wen ich setze. Doch, weil die Maus stirbt jetzt. Das andere die Nymphe wäre nicht gestorben. Doch, weil sie hat zwei Leben und er hatte drei Angriff. Ach so, schade. Ja. Nicht meckern, wenn man nicht genau hinguckt. Ja, genau. Furchtbar. Ja, stimmt, du bist furchtbar, ich weiß. So. Jetzt zum Beispiel kann ich den da auf das freie Feld setzen, weil jetzt macht Sinn, weil jetzt töte ich den. Oder sie. So viel dazu, dass ihr nur Noobs sind. Dafür werde ich mich rächen. Hier, ihr verdient diese Karte. Ripka. Grafikprogrammierer. Wie sieht der aus? Zeig mal. Ja, immer mit der Ruhe. Hast du dir die Nummer gemerkt? Nee, ne? Da stand ja auch keine Nummer. Ich muss den ja raussuchen. Ey. Was soll das? Der ist ganz schön gut, ne? Der macht uns Mana auch. Der gefällt mir. Gibt die dir noch eine Karte? Spricht Nein, mal. Immer eine Karte pro Kampf. Ja gut. Aber jetzt haben wir das auch erledigt. Ich glaube, die Leute freuen sich immer ganz dolle, wenn wir hier die Kämpfe machen, statt mal in der Story weiterzuspielen.
Diese Tür ist verschlossen, okay. Die Tür ist verschlossen. Oh, wir müssen auch für wir müssen auch für Wokdonalds noch die Zutaten finden, erinnerst du dich? Nein. Ernsthaft jetzt? Sieht eher aus, als ob die sich freuen, wenn die so hüpfen. So. Ich bin auf der Suche nach einem ganz besonderen Buch, das dem Forscher Lago bei einer Expedition zum erstarrten Kontinent in die Hände fiel. Oh, ist das vielleicht das Eisbuch, was er sucht? Kannst du mal aufhören, mir ins Ohr zu quietschen? Ich mach doch gar nichts. Ich hab dir nur geantwortet. Und dabei mir voll ins Ohr gequietscht. Was ist... Mein Headset rutscht mir runter. Mein Kopf ist zu klein geworden. Hast du einen Schrumpfkopf oder was? Ja. Ah, ja. Ich sollte mehr trinken. Kein Kommentar. Hallo? Du redest halt komisches Zeug. So, haben wir hier eigentlich alles untersucht jetzt? Lässt du wohl das... Ja, genau. Komm, schlag noch das kaputt, damit... Oder schmeiß noch die Tasse um. Reicht ja nicht, dass unsere Katzen heute ein Wasserglas auf dem Arbeitstisch hier schön über die externe Festplatte drüber geschüttet haben. Dann musst du ja noch hinten dran kommen, ne? Oi. Dieses Mädchen. Ja, genau. Nimm es mir auch noch weg. Du hast heute deinen freundlichen Tag, ne? Du bist wieder super freundlich. Was mache ich denn? Ey, ich bin... Du bist die ganze Zeit wieder am Meckern. Die ganze Zeit. Und wer ist fies die ganze Zeit zu mir? Miau, 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 miau. Hey, was war das jetzt? Ernsthaft, ich kann hier... Nein! Doch. Ach, nö! Jetzt muss ich hier wirklich nochmal durch. Seriously? Kacke, das wollte ich doch nicht. Seriously? Du musst seriously sagen. Nein. Das ist viel witziger. Nein. Erinnerst du dich an die Moves mit Ripka? Welche Moves mit Ripka? Die noch kommen werden? Ach Gott. Musstest du mich daran erinnern? Aber ich glaube, du bist gerade drüber gesprungen. Nein, bin ich nicht. Das kommt erst noch. Komm schon, komm schon. Ah. Hui. Jetzt kommt... Oh, oh. Oh. Verdammt. Ich habe vergessen, springen. Komm schon. Nein! Nein! Oh Gott. Jetzt ganz da vorne nochmal. Ja. Hätte ich gewusst, dass ich tatsächlich hier nochmal lang kann, hätte ich es natürlich gelassen. Komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ah, was für das? Wüsste ich auch gern. Okay, der ist keine gute Idee. Wow. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Wieso schaffe ich es nicht? Warum bin ich überhaupt schon wieder hier? Kannst du mir das mal erklären? Bleib immer oben. Ja, ich versuche es doch. Nein. Oh, komm schon! Ach Mist. Oh, dass ich überhaupt hier schon wieder festsitze. Ach, verdammt.
Lad sie auf. Was war das denn? Die Musik ist wenigstens cool. Ja, toll. Dafür kämpfe ich oder dafür renne ich schon wieder an der Strecke, wo ich eigentlich gar nicht lang müsste. Ja. Obwohl ich eigentlich nur Darkin oder Dalkin oder Daiki Luke suchen möchte. Spring! Jump! Musstest du das sagen? Lass mich bitte in meinem Konzept rennen, okay? Ich bin am Controller, nicht du. Ach, bitte. Das. Du weißt, auch darüber haben sich Leute beschwert. Also von wegen. Ja, Entschuldigung. Ne, nur auf mich würde sich beschwert. Nein, auch über dich. Also, komm schon. Sag mir bitte nicht, dass ich jetzt nochmal den Boss bekämpfen muss. Nein. Das wäre irgendwie komisch. Okay, oh. Oh Gott. Ja, Leute, da sind wir. Ups. Da sind wir versehentlich da oben gewesen. Vor allem, wir sind so viele Dächer lang gerannt und dabei sind wir nur von da bis da gerannt, weißt du? Ja. Okay, wo ist Daikin? Im Wald. Keine Ahnung. Okay, irgendwo. Irgendwo, irgendwie, irgendwann, irgendwarum. Ich weiß nicht, was ich rede, aber passt schon. Gut. Was können wir noch machen? Wir könnten theoretisch.